du einen schwachen Magen, wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. So, hallo, da sind wir wieder, Dishonored. Wir befinden uns noch immer im Destilleriebezirk, und zwar, um genau zu sein, vor der Old Dunwall Whisky Destillerie. Und wir sollen da drin, das steht hier im Tagebuch irgendwo, das gefälschte Elixier der Bottle Street Gang mit der Seuche vergiften, und den Erreger dazu haben wir letztes Mal aus Dr. Galvanis Büro bzw. aus dem geheimen Labor geholt. Aber zuvor möchte ich mir noch hier ein Knochenartefakt holen, und zwar dieses hier. Das ist in dem Haus, da war ich aber schon mal drin, oder? Ah, da gibt es noch einen ersten Stock. Tatsächlich. Tja, so, und dann haben wir auch schon das zweite Knochenartefakt in diesem Level. Und das tut was? Gegnerische Granaten brauchen etwas länger, bis sie explodieren. Okay, das aktivieren wir gleich. Wir haben ja sowieso noch Slots frei ohne Ende. Geologischer Bericht. Westpandesianisches Becken. Ach so, das ist ja wieder nur Geld. Mann, da denke ich mir, ich finde hier so eine coole Karte und dann sowas. Tja. So, ihr habt nichts dabei. Und hier haben wir noch ein Buch, das werden wir lesen. Knochenartefakte. Auszug aus einem Buch über Seemannstraditionen und aus Walknochen geschnitzte Objekte. Knochenartefakte sind der Segen eines Seemanns, so sagt man. Die Geschichte der Schnitzkunst reicht weit zurück und wurde vom Vater an den Sohn weitergegeben. Von einem alten Hasen an einen Grünschnabel, der noch nicht einmal auf einem schwankenden Deck geradeaus gehen kann. In längst vergangenen Zeiten fertigten die Männer Schnitzereien aus den Stoßzähnen der Eisrauben und den armlangen Hauern der Bären an, die auf den Inseln nördlich von Tyvia lebten. Als der Walhandel begann, wandten sich die Schnitzer den Knochen dieser riesigen Bestien zu und schufen Artefakte, die in der Nacht singen und der Manneskraft einen kleinen Segen verleihen oder vor Schwangerschaft schützen. Ja. Also, da ist ja dann der Babyboom quasi vorprogrammiert, ne? Mit solchen Verhütungsmethoden. So, okay. Hey, was bist denn du? Oh, du bist der Typ, den ich... Handelst du mit mir? Wollen Sie sich mal ansehen, was ich gefunden habe? Gute Preise, versprochen. Ja, zeig mal. Hallo? Ah. So, was hatten du? Bauplan, Vergrößerungslinse, eine Anleitung zur Erhöhung der Stabilität in mehreren Linsen. Piero kann sie dazu verwenden, um die Vergrößerungslinsen in deiner Maske zu verbessern. Ach, ist gekauft. Ja, nehme ich. Okay, und was ist das? Sokolovs Formel. Piero kann sie dazu verwenden, um eine Flüssigkeit zu destillieren, die Gesundheit wiederherstellt und gegen die Seuche... Ja, dann nehmen wir auch gleich. So, das heißt, wir können jetzt unser eigenes Sokolovs Elixier brauen. Bei Piero. Also natürlich gegen Geld, aber ja, das kann nicht schaden. So. Okay, ich würde sagen, wir begeben uns dann gleich mal hier rein, nachdem ich das hier auch noch alles mitgenommen habe. Und ich werde mal versuchen, ausnahmsweise, normalerweise ist das ja nicht so meine Art, aber das Spiel animiert irgendwie so sehr dazu, mal hier ein bisschen sneaky vorzugehen und zu versuchen, niemanden zu töten. Das wird hier jetzt gleich schon am Anfang schwer. Ah, ich könnte darauf. Ja, schauen wir uns das mal an. Ich werde mal, wie gesagt, versuchen. Das heißt nicht, dass es gelingt. Wahrscheinlich endet es wieder damit, dass ich einfach alles kille, was hier so rumläuft. Explosive Flasche. Das werde ich dann wohl mal als Ablenkungsmanöver verwenden, wenn es soweit ist. Okay, hier können wir eigentlich schleichen. Ist ja hier eh ganz einfach. Die Wege sind ja quasi vorgegeben. Was haben wir hier drin? Pistole, Kugeln und eine Granate. Die Machete kann ich nicht mitnehmen, das finde ich aber fies. Naja, gut. So, ich sollte mal, die Flasche hier ablegen. Ich könnte mal schauen, ob hier irgendwo ein Knochenartefakt ist. Knochenartefakt, 111 Meter. Okay, das werde ich im Hinterkopf behalten, das werden wir uns holen. Dann schauen wir hier mal, ob da irgendwer ist. Da unten ist gerade einer drin. Ihr könnt natürlich auch jetzt mal die Flasche werfen. Verpisst du dich dann? Ja, wunderbar. Wuppdiwupp. Das ist hier gerade ein bisschen gewagt, glaube ich, was ich hier tue. Oh shit, das könnte schwer daneben gehen. Ich hoffe, einer von den beiden dreht sich gleich um. Oh, 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 nee, ich brauche die Kraft.
muss sehen. Dankeschön. Okay, ihr kommt hier gerade nicht herauf, oder? Kommst du hier rauf? Oh, er kommt hier rauf. Na, klasse. Ich könnte versuchen, den zu killen. Wenn er mich jetzt nicht gleich sieht. Oh. Ja. Und dann tragen wir den gleich. Und so. Okay, ich glaube, das war mal ganz gut. Den hätte ich auch gleich holen können, aber egal. Ich nehme mich mal mit dem einen. So, wir holen mal, was hier zu holen gibt, ohne dass uns wer sieht. Thyvianisches Erz, der Elixier-Schwarzmarkt. Das werden wir mal in Ruhe lesen, wir haben jetzt Zeit hier. Auszug aus einem Brief. Seit dem Monat der Clans haben wir umfassende Plünderungen beobachtet. Zuerst war es nicht klar, doch jetzt erkennt man ein Muster. Nach dem Ausbruch der Seuche in einem Bezirk trifft die Stadtwache ein. Wir stellen Gebäude unter Quarantäne, erledigen Weiner und deportieren die, die frühe Infektionsanzeichen zeigen. Anschließend machen die Totenzähler ihre Runden, während die Anwälte die Formalitäten erledigen, die die neuen Eigentümer der Häuser und Geschäfte nach dem Willen des Parlaments bestimmen. Wie ein Uhrwerk fallen kurz darauf die Banden ein und nehmen alles auseinander. Es hat sich ein florierender Schwarzmarkt gebildet, weil jeder das Elixier haben will, aber die meisten es sich nicht leisten können. Selbst Sokolovs Variante ist machtlos, wenn man bereits infiziert ist, doch eine regelmäßige Dosis schützt davor, sich mit der Seuche zu infizieren. Einige der Banden haben sich darauf spezialisiert, kleine Mengen zu kaufen und es zu verdünnen, bevor sie es wieder verkaufen. Und ich muss gestehen, hätte ich nicht die Ration eines Offiziers, würde auch ich es von ihnen kaufen. Jared Corey, Stadtwache, 3. Regiment, Bezirk der Anwesen. Okay. Generalschlüssel der Destillerie. Und hier haben wir noch Heilkräuter, Rattenspieß. Okay, ich glaube, das war's hier. Gut, dann können wir eigentlich hier auch schon weiter schleichen, oder? Ich nehme mal nicht an, dass jetzt hier in der Mitte, wo die ganzen Typen rumlungern, irgendwas zu holen sein wird. Ich würde gern darüber, wenn das geht. Ja. Okay, hier ist eigentlich nichts zu sehen. Oh, hoffentlich findet der jetzt nicht die Leiche. Obwohl, kann mir jetzt auch schon egal sein, eigentlich. So, ich könnte mich da raufporten. Ja, soll ich mich aufs Dach porten oder soll ich gleich hier oben bleiben? Ich könnte mal darüber schauen, auf das andere Dach. Vielleicht ist da ja auch irgendwas zu holen. Ich bin ja hier irgendwie so ein Fan von geheime Sachen finden. Hey, verschwinde, Idiot! Redest du mit mir, oder? Nee. Könnte dem jetzt auf den Kopf springen, aber ich glaube, das macht zu viel Lärm und würde die beiden hier anlocken. Deswegen lasse ich das mal. Aber das sieht nicht so aus, als ob hier auf dem Dach irgendwas wäre, von daher. Ich könnte mich hinter ihm porten und ihn killen. Ich könnte ihm einen Rattenschwarm runterschicken. Oder ich könnte ihn komplett ignorieren erstmal und gleich hier reingehen. Das wäre, glaube ich, vielleicht sogar die klügere Variante. Schwuppdiwupp. Oh. Oh, hier ist nur so eine Kammer. Okay, deaktiviere Sicherheitsvorrichtungen oder manipuliere sie so, dass sie dir nichts mehr anhaben können, indem du mit dem Kabelwerkzeug den jeweiligen Schaltkreis bearbeitest. Dadurch wird das Kabelwerkzeug verbraucht. Manipulierte Lichtwände, Blitzpfeiler und Wachtürme wirken gegen deine Gegner statt gegen dich, während manipulierte Alarme vollständig deaktiviert sind. Ich kann schon wieder nicht lesen, was ist denn los hier? Sokolovs Gesundheitselixier, ein bisschen Geld. Und kommt hier einer? Ne, was mit dem Kollegen, der da oben war? Oh, du kommst hierher, ne? Ja, das ist jetzt ein bisschen... Oh, shit. Ich hoffe, du kommst hier nicht rein. Ah. He takes a leak. Na, das trifft sich gut. Wupp. Schwuppdiwupp. Und weg ist er. So. Okay, da haben wir den nächsten entsorgt. Ich hätte ihn natürlich auch nur bewusstlos machen können. Das hätte mir wahrscheinlich eine bessere Wertung gebracht, aber egal. So, der Kollege, der hier oben war, ist jetzt auch gerade irgendwie weg. Da können wir hier noch ein bisschen plündern. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Schlüssel wir jetzt schon haben, aber es sind einige. So, okay, und dann können wir auch schon hier reingehen.
Ah ja, das ist jetzt die tatsächliche Destillerie. Mal schauen, was wir hier haben. Gibt es hier irgendwas zu holen? Nö, Flaschen brauchen wir nicht. Könnte mal hier Nachtsicht anwenden. Ah, Moment mal, hier ist jetzt irgendwo... Ja, am anderen Ende wahrscheinlich ist das Knochenartefakt irgendwo. Okay, da ist gar keiner in der Nähe. Das ist schon mal sehr ermutigend. Da sehen wir den toten Kollegen auf der anderen Seite. Hier ist ein Draht gespannt. Und das ist wahrscheinlich der Werfer dazu. Da unten ist einer. Hier ist irgendwo wer. Ah, da drüben sind noch zwei Kollegen. Okay. Rezept für Craxton. Craxton, ich komme morgen vorbei, um mir die neue Lieferung anzusehen. Diesmal solltest du eine Hose anhaben und dich nach dem Rezept richten. Pass auf, ein Teil von Sokolovs Elixier, ein Teil Bienenwachspaste, zwei Teile Zuckerwasser und das war's. Je mehr du von dem echten Zeug reinrührst, desto weniger kannst du verkaufen und desto geringer ist mein Verdienst. Das hier ist schließlich kein Wohlfahrtsverein. Slackjaw. Was für ein Name. Slackjaw. Naja. Der Destilleriebezirk. Auszug aus einem vor dem Ausbruch der Seuche veröffentlichten Buch, das Erzeugnisse aus Dunwall preist. Old Dunwall Whisky ist nicht nur das feinste Getränk im ganzen Kaiserreich, sondern auch eine wichtige kulturelle Tradition unter anspruchsvollen Kennern, ob Edelleute oder gemeines Volk. Kapitäne, die ihre Schiffe auf hohe See führen, haben immer eine Flasche für besondere Anlässe in ihren Quartieren. Feine Restaurants und Bars führen selbstverständlich diese Marke und Bauern in ganz Gristle beschenken sich mit Old Dunwall Whisky, wenn sie neugeborenen Nachwuchs feiern. Manche mögen widersprechen und anspruchsvolle Getränke wie King Street Brandy oder eine der anderen Marken aus Morley bevorzugen, aber die Verkäufe von Old Dunwall waren in den ersten Jahren der Herrschaft von Kaiserin Jessamine Caldwin, wie auch immer, außerordentlich gut, ein Trend, der sich so schnell nicht umkehren wird. Gereift und abgefüllt in Dunwalls Destilleriedistrikt, sollten Sie beim nächsten Einkauf nach Old Dunwall Whisky fragen. Ja, gut. Jetzt lesen wir sogar schon fiktive Werbung hier. Das ist ja ein Witz, eigentlich. So, Dose brauchen wir eigentlich gar nicht, aber egal. Flasche brauchen wir auch nicht. Kupferdraht nehmen wir noch, da haben wir ein bisschen Geld. Okay, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir an den vorbeikommen am besten. Hier ist eine Tür. Da unten ist auch einer. Ich könnte mich hier hinporten. Das wäre eine Idee. Ich könnte natürlich auch erstmal eine Flasche werfen und mich dann porten. Das wäre vielleicht noch klüger. Jetzt ist nur die Frage, wie weit ich diese Flasche werfen kann. Okay, dann ist mal zumindest dieser eine Typ hier abgelenkt. Dann porte ich mich darüber. Oh shit, ich glaube, das ist gerade nicht gut gelaufen. Oh Kacke, ja, das ist definitiv nicht gut gelaufen. Stirb! Sterbt alle miteinander, ihr Säcke! Hua! Tja! Tschu! Hu! Ja! Okay. Und da drüben ist auch noch einer. Der ist jetzt nicht gekommen. Naja. Okay, du hast hier noch einen Beutel mit. Noch einen Beutel. Ja, das ist wieder mal scheiße gelaufen, aber what soll's. Ich habe ja damit gerechnet. Ich bin eben nicht so der Schleicher. Okay, ich werde zumindest versuchen, mal diesen Typen hier nicht anzulocken. Aber ich bin so ungeduldig. Wow, shit. Hallöchen. Ja, bist du tot? Nee, jetzt bist du tot. Okay, so, damit haben wir wieder alles gekillt, was hier rumlief. Ja, mein Gott. Immerhin habe ich mich durch den ersten Teil halbwegs erfolgreich durchgeschlichen. Das ist ja auch schon mal was, ne? So. Eine leere Elixierflasche. Was kann ich mit der? Anleitung zum... Oh. Aha. Bedienungsanleitung. Befestige eine leere Elixierflasche an der Düse, bevor du die Maschine einschaltest. Öffne das Ventil, nimm die gefüllte Flasche, wiederholen, bis der Tank leer ist. Keine Flaschen zerbrechen, kein Elixier verschütten, keine Kostproben. Okay, und wo ist jetzt das Ventil hier? Ah, das hier ist das Ventil, ne? Piu! Selbstgebrautes Elixier vergiften. Elixier selbst... Ja, brauchen wir uns mal Elixier, bevor wir es vergiften. Gibt es hier noch mehr Flaschen? Ah. Ja, da kann ich jetzt quasi meinen Vorrat an Gesundheitselixieren auffüllen. Das ist natürlich nice.
Vor allem, wenn es kostenlos ist. Schwupp. Ja, ja. Gib nur her. Ah. Bin gespannt, wie oft das geht. Noch nicht. Okay, jetzt dürfte scheinbar das maßvoll sein. Vergifte das gefälschte Elixier. Besuch die Lunkengräfin, um dein Geschenk zu erhalten. Okay, das heißt, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Wir räumen hier nochmal ab, was abzuräumen gibt. Die Kunden interessieren uns eigentlich nicht. Steht da irgendein Name drauf, den wir schon mal gehört haben? Nee. Okay. So, hier noch irgendwas vergessen? Nee. Okay, oh, das holen wir uns noch. Dann können wir hier auch noch reinschauen. Beutel, 5er Münze, Münze, Münze. Hier auch noch was drin. Nee. Okidoki. So, und hier muss dann noch irgendwo unser Knochenartefakt sein. Da war es gerade angezeigt. Jetzt ist es weg. Hallo? Ach so, ich hatte... Mann, schon wieder auf irgendeiner Granate. Ah, da oben ist es. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Geld. Dose. Kiros Mana-Elixier. Die Seuche. Das haben wir aber, glaube ich, schon mal gelesen, oder? Seit über einem Jahr studiere ich nun schon diese verfluchte Seuche. Bla bla bla. Oh ja, das haben wir schon mal gelesen. Das lesen wir nicht nochmal. So, und wie komme ich jetzt hier rauf? Wo ist denn das genau? Okay, da oben auf diesem Balken. Komme ich da so direkt rauf? Kann ich mich da raufporten? Ja, das geht sich aus. Na, wunderbar. Noch ein Artefakt. 3 von 5. Wirbelwind 1. Wirbelwind 1. Du schwingst dein Schwert etwas schneller. Aha. Naja, das aktivieren wir dann auch gleich nochmal. Liegt da drüben auch was drauf? Ich komme da nicht rüber, ne? Na toll. Ah. Und hier haben wir gar nichts. Naja, schade eigentlich. Da hätte man gut noch irgendwas verstecken können auf diesem Balken. Hier wirklich nichts mehr drauf? Nee. Naja, gut, was soll's. Kann ich alles haben. So, das heißt eigentlich, wir können uns hier wieder verpissen. Wir sind hier voll und ganz fertig und können uns unsere Belohnung abholen. Yay. Das werden wir auch gleich machen. Ich werde mich nur noch hier unten nochmal umsehen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas zu holen. Sieht aber nicht danach aus. Nee, nichts zu holen. Okay, dann verpissen wir uns. Wo ging es denn hier raus? Da ist die Stiege. Habe ich den deaktiviert? Oh, hier wäre noch ein Stolperdraht. Ja. Oh, und hier ist eine Rattenplage unterwegs. Ha, ha, ha. Schnell weg. Oh, und hier sind wieder Typen unterwegs. Ja, okay, ich brate mich dann einfach mal hier rauf. Vor allem, um von den Ratten wegzukommen. Hilf mir mal jemand. Ha. Oh, wie praktisch. Ja, dann kann ich mich hier einfach so durchbraten. Wunderbar. Okay, muss ich gar nicht lang Rohre entlang laufen, wenn die wieder von der Rattenplage abgelenkt sind. Das ist gut gelaufen. Wir wollen wieder zur Bottle Street. Und werden uns gleich unsere Belohnung abholen. Wahrscheinlich eine Rune oder ein Knochenartefakt, aber ich hoffe mal eher eine Rune irgendwie. Knochenartefakte sind zwar auch ganz nett, aber ich will endlich meinen Rattenschwarm aufbessern. Und dafür brauche ich, ich glaube 4 waren es oder so. 4 Runen, ja. So, alte Dame, was sagst du jetzt? Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Jetzt kann ich endlich in Ruhe am Ufer spazieren gehen. Ich habe dein kleines Geschenk nicht vergessen. Es wartet oben auf dich. Aha. Ja, okay. Ich werde das Herz jetzt mal nicht ausrüsten. Ich glaube, nach oben kommen wir auch so ohne Herz. Die rechte Seite des... ja, da ist es auch schon. Wunderbar. So. Gut, ich werde jetzt mal gar nicht erst schauen, ob ich mir was leisten kann, weil ich ohnehin weiß, dass ich mir nichts leisten kann. Von daher... Jetzt ist nur die Frage, können wir nochmal mit ihr reden? Hat sie nochmal was für uns, oder? Nee, ich kann sie nur mehr killen. Okay. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, wir haben jetzt keine optionalen... Ah ja, doch, wir sollen den Hauptmann Kernow verschonen.
Ja. Ansonsten tut sich da jetzt nicht wirklich viel. Das heißt, wir können eigentlich ohne weiteres der Main Quest nachgehen. So haben wir ja hier auch nicht mehr viel zu finden. Wir könnten diese Rune mal holen. Das wäre eine Idee. Kann ich eigentlich auf dieses Dach hier rauf? Das wäre noch interessant. Geht das? Tatsächlich. Ah. Öha. BTF, wo geht's denn hier hin? Das ist ja heftig. Oh, und da ist die Rune auch nicht mehr weit. Was ist denn das für ein Ding? Okay, diese Straße sieht nach einer Straße aus, die man besser nicht besucht. Weil hier lauter Ratten rumlaufen. Aber ich kann hier trotzdem schön rumsneaken. Oh, da komme ich sogar auf den Balkon. Kann ich da rein? Nee. Schade eigentlich. Okay, ach so. Moment mal, ich glaube, der Schleichweg ist irgendwie so gedacht, dass man von hier so darüber und dann vielleicht darunter auf die Straße. Vielleicht ist da irgendwas zu holen. Oder so. Ich schau mal jetzt darunter, was da ist. Hm. Also ich sehe jetzt hier nichts außer jeder Menge Ratten, aber... Nee, ich will da jetzt mal nicht runtergehen. Ich traue mich gar nicht. Nee, das machen wir nicht. So, okay, dann würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir irgendwie da durch diesen Torbogen durchkommen. Hm, ist da drüben irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Oh, was ist denn da unten? Da patrouilliert auch einer, da patrouilliert einer, da patrouillieren eigentlich überall welche. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das heißt, wie gehe ich am besten vor? Weiß nicht. Hm. Ich werde mal versuchen irgendwie... Ich will wissen, was da unten ist. Allerdings, da könnte ich eigentlich auch durch diesen Tunnel da durchgehen, oder? Da müsste ich eigentlich nur hier runter. Und wo komme ich hier hin? Da komme ich eigentlich runter, ne? Ja, da muss ich nur auf die Ratten aufpassen. Ja gut, das können wir irgendwie. Ich glaube, das sollten wir irgendwie hinbekommen, oder? Oh, die laufen nur hier ganz witzig hin und her. Wow, und kommen gerade zu mir. Bleibt weg von mir, ihr blöden Viecher. Was ist eigentlich, wenn ich denen jetzt so eine Rattenplage hinsetze? Greifen die sich dann gegenseitig an? Nee, jetzt habe ich nur einfach endlos viele Ratten hier rumsitzen. Ah, okay, das habe ich wieder toll gemacht. Ich könnte mal eine Granate reinwerfen. Allerdings hole ich dann die ganzen Typen von oben hierher. Das ist ja auch nicht so irgendwie ideal. Naja, egal, ich kann mich ja darüber porten. Wieso ist hier niemand auf Patrouille? Moment mal, kommt da gerade einer? Ha. Oder ist das jetzt von oben gekommen? Ich könnte mich auch da drauf porten. Ah. Ja, okay, dann porten wir uns mal auf den Mistkübel hier. Da drüben steht einer, da komme ich irgendwie Treppen rauf. Sollte ich versuchen, den hier zu killen? Ich weiß nicht. Ich werde mal versuchen, da rauf zu gehen. Mal schauen, was da oben ist. Wie alt war noch mal deine Schwester? Da oben patrouilliert ja auch irgendwo wer, habe ich gesehen. Ach so, nee, ich habe den Typen von oben gesehen. Ich verstehe. Ja, den kann ich aber eigentlich so killen, wenn ich halbwegs gut irgendwie schieße. Da muss ich nur nochmal schauen. Es gab ja irgendwie eine Taste für Vergrößerung des Sichtfeldes oder sowas. Zoomen, linke Alt-Taste. Ja, genau, das werden wir mal machen. So, und... Oh, ja, und dann sollte ich noch die richtige Taste zum Schießen finden. So, das ist gut gegangen. Schauen wir mal, was es da gibt. Oh. Oh, da haben wir so eine Art Geheimgang quasi gefunden. Okay, ich verstehe. Wo könnte ich denn dich verstecken? Ich könnte ihn natürlich einfach zu den Ratten werfen. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Lösung. Aber da muss ich auch zu den Ratten hin. Na, mal schauen, vielleicht geht das ja irgendwie. Upp. Yay. Oh, no.
Nicht gut. Gar nicht gut. Oh, verpisst euch. Fresst eure Leiche und gut ist. Komm. Werdet nicht übermütig hier. Dreckspack. So. Okay, das heißt, wir werden jetzt einfach mal hier durchgehen. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Ist da wer? Ja, ich würde mal Nachtsicht verwenden. Bestimmt 50 Jahre alt. Der hat für die Kaiserin gekämpft. Vergiss den. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgeräumt. Die Straße gehört uns. Okay, das sind irgendwelche Bandentypen, glaube ich. 20 und 2 Elixiere. Kam mir nach 25 auf. Hier, siehst du. 20. 5 für jeden, mit Mut. Soll ich in deinen Taschen gucken? Gib Ruhe, Jungchen. Nenn mich nicht so. Meinst du, kannst mich betrügen? Komm mal jemand hierher! Okay, die Typen killen sich jetzt hier gegenseitig. Das finde ich nicht schlecht. Da werde ich mich mal einfach hier rüber porten. Und an denen vorbeigehen. Oder ich könnte mich auch einmischen und die jetzt killen. Falls die überhaupt killbar sind. Ja, doch, sind die eindeutig. Okay. Mal schauen, ob die irgendwas hatten. Ja, hat schon ein bisschen was dabei. Okay, und hier... Oh, das ist natürlich nice. Ich habe ohnehin gerade eins verbraucht. Ja, und dann haben wir hier eigentlich einen schönen Weg gefunden. Ich hätte mich ja auch an denen vorbeischleichen können. Wäre kein Problem gewesen, aber... Ich weiß nicht. Ich habe dann immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich so einen Pack am Leben lasse. So, da ist auch jetzt gleich die Rune in der Nähe. Und Ratten. Überwinde die zweite Lichtwand. Aha. Ja, das haben wir gut gemacht. Unwissentlich zwar, aber gut. Oh, stirb doch! Ah. Pschu. Oh oh. Ja, das kann witzig werden hier drin. War das der einzige oder kommt da noch wer? Oh shit. Oh shit, da kommt einiges. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht her. Ja, die haben irgendwie vorher zu kommen, aber die sind irgendwie gerade zu blöd. Und hier haben wir die Rune drin. Konfiszierte Rune, da gibt es einen Brief dazu. Corporal Meadows, wir haben diese seltsame Rune mit einer Frau gefunden, die auf der Straße Gebäck verkauft hat. Wir wissen nicht, wie sie gestorben ist, aber weil uns die Sache komisch vorkam, haben wir sie für die Aufseher beiseite gelegt. Wenn ihre Schicht vorbei ist, bringen sie sie zu den Aufsehern. Die können sie dann zerstören oder damit machen, was sie wollen. Vergessen sie es nicht. Ah ja. Die kommen irgendwie nicht zu mir, weil die da irgendwo hängen. Ich werde dich finden. Ah, jetzt. Aber auch Zeit, Jungs. Eine Leiche. Eine Leiche. Ich weiß. Mach den fertig. Ah. Tja. So, einer noch. Komm. Wo ist denn der? Ah. Hallöchen. Du musst sterben, Junge. So. Gut, das war gar nicht so schwer. Hat da noch einer was dabei gehabt? Oh, hier ist noch Zeug. Hast du irgendwas dabei gehabt? Nee. Gut, damit haben wir hier auch alles ausgerottet. Ja, das ist am einfachsten so. Ich bin irgendwie nicht so geduldig für Schleichen. Ich weiß nicht. Was ist hier noch? Hier ist irgendwie gar nichts. Kann ich da irgendwo in der Tür rein? Hier, nee. Das ist alles nur zum Verstecken. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Schnitt. Sehen uns dann beim nächsten Mal, wo wir zum Holger Square gehen. Bis dennsen!